Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Zermatt, direkt vor dem Matterhorn. Das ist einfach eine richtig geile Atmosphäre hier, kann ich nur weiterempfehlen. Ob ich das ganze Erlebnis hier weiterempfehlen kann, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Die eine, zwei, drei Gondeln, bis man auf 3800 Metern ist und damit dann auch an der Endstation. So Leute, und hier mitten im Berg vom Übergang vom Gondel zu Restaurant und Piste hat man dann die Möglichkeit, sich die Skischuhe anzuziehen und auch seinen Skischuhrucksack dann irgendwo zu verstauen. Einige Athleten lassen sogar ihre Ski hinter dieser Balustrade stehen. Das haben wir jetzt aber nicht gemacht, weil ja, ist nicht so geil, wenn die Ski weg sind. Aber was auch interessant ist, und in Zermatt, da stehen dann auch so 8000 Euro E-Bikes einfach ohne Ketten, ohne abgeschlossen zu sein rum. Also hier ist dann wohl ein Klientel, die es nicht nötig hat, sich da irgendwas zu klauen. Also, echt ein angenehmes Gefühl. So Leute, hier sind wir jetzt dann auf 3800 Metern. Und gestern, als wir angekommen sind und uns orientieren wollten, haben wir uns als allererstes gefragt, wie kommen wir eigentlich jetzt wieder hierhin zurück? Und es ist ganz einfach, wenn ihr da rüber schaut, da vorne fährt man dann mit dem Tiber hoch, als würde man nochmal fahren wollen. Und dann fährt man quasi im Dreieck, einmal mit dem Tiber, sage ich schon Tiber, mit einem Ankerlift rüber und dann hier dann noch einen zweiten Ankerlift und dann ist man schon wieder da und kann dann, wenn man dann runter gondeln möchte um 14 Uhr, da schließen dann auch die Gondeln, kann man dann wieder runterfahren. Okay, jetzt nehme ich euch am Chestmount mit und zeige euch mal, wie ihr zur Piste kommt. Ist hier vorne rechts direkt, dass ihr auch da mal seht, wie man sich hier orientieren kann, wenn ihr das Ganze hier auch mal ausprobieren wollt. Viel Spaß und gute Unterhaltung. So Thomas, wie ist es? Thomas ist heute auch wieder am Start. Wahnsinn, ein bisschen eisig noch, aber ich bin sicher, das taut gleich auf. Dann wird es richtig griffig. Kantwinkel krachen lassen, dann läuft es. Ja, jetzt viel Außenskidruck, früh Außenskitreffen, beherzt aufkanten. Und Leute, das erfahrt ihr übrigens auch in meinem Audioguide, wie man bei solchen Bedingungen sehr geil Skifahren kann. Also schaut unbedingt auf meiner Website vorbei. Ist ein schönes Hörbuch, über eine Stunde kostenfrei. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr euch erstmal reinzieht und mir Feedback gibt. Okay, Thomas, gehen wir Skifahren. Also Leute, jetzt hier erstmal Kurzschwünge, warm werden, viel Bewegung in die Beine reinbringen und dann geht's ab. Auf geht's! Oh, das war hart. So Leute, wir warten hier gerade im Stepplift und da nutzen wir die Zeit, euch das mal hier kurz zu erklären, wie das hier ausschaut. Also, es gibt hier zwei Stepplifte, der eine der steht, der andere der fährt und dann, ich mal gerade die Kamera, sieht man da halt einen Hang, wo die Rennfahrer trainieren, auch hier Abfahrt oder Super-G, was das ist, rechts auch nochmal und hier in der Mitte kann man fahren und das ist die Piste, ja, auf der man sich dann hier in Zermatt im Sommer bewegt. Das Skigebiet hat eigentlich 350 Pistenkilometer, aber die haben logischerweise im Sommer nicht geöffnet.
So Leute, Zeit für ein kleines Kaffeepäuschen. Hier noch eine Empfehlung von meiner Seite. Die Hütte hier ist auf der italienischen Seite und das ist eine etwas andere Preisstruktur als oben auf der Bergstation und im Restaurant. Also gönnen wir uns jetzt einen Kaffee, eine kleine Stärkung und dann geht es gleich weiter. Zudem wissen könnt, ist, dass Zermatt ein autofreier Ort ist. Also wenn ihr nach Zermatt einreist, müsst ihr erst vorher das Auto parken und dann könnt ihr mit dem Zug dann in den Ort hineinfahren. Und bis dahin, wo man parken kann, muss man auch noch mal einmal mit dem Autozug fahren, wo noch mal zusätzliche Kosten entstehen. So Leute, wir sind auf dem Weg runter. Im Hintergrund seht ihr noch mal das Matterhorn. Das waren echt zwei tolle Tage. Da noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Thomas. Sehr gerne. Also quatschen wir mal darüber, ob sich das Ganze denn lohnt. Wenn es euer Traum ist, mal hier am Matterhorn Ski zu fahren, würde ich euch eher empfehlen, im Winter zu kommen, damit ihr auch das ganze Erlebnis habt. Also das Skigebiet hat hier 350 Pistenkilometer zu bieten und aktuell sind 15 oben geöffnet. Das ist kein Vergleich und da ist es sinnvoller, ein paar Franken oder Euros mehr in die Hand zu nehmen, meiner Meinung nach, und das ganze Erlebnis zu haben. Klar, es ist gerade ein bisschen günstiger, der Skipass ist günstiger, auch die Unterkünfte sind, denke ich, ein bisschen günstiger. Aber ja, so erlebt man dann einfach nochmal viel, viel mehr. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal im Winter vorbeischauen müssen, weil das Skigebiet soll auch der absolute Hammer sein. Klar, wenn man Skifreak ist, wenn man trainieren möchte, wenn man auch mal ein Sommererlebnis erlebt haben möchte, dann macht es definitiv Sinn zu kommen. Ist auf jeden Fall ein geiles Erlebnis, im Sommer mal auf 3800 Metern gefahren zu sein. Thomas, was ist denn deine Meinung? Ja, den gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich finde, man kann das gerne noch hier durch Wandern ergänzen. Man kann Bike-Touren starten, man kann ein bisschen klettern gehen, wenn man Bock drauf hat. Es gibt immer mal wieder schöne Hütten, kann man super essen, super was trinken. Genau. Auch für die Familien theoretisch geeignet. Ja, super. Ja, haben wir auch ganz viele Familien gesehen, auch viele Leute mit Hunden, super viele E-Bikes, also auch Mountainbike-technisch geht hier, glaube ich, einiges. Damit beenden wir das Video. Leute, denkt an den, wenn ihr Interesse habt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei, wegen des Hörbuchs, was ich euch schenke. Und ich verlinke Thomas' Profil in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ist auch immer im Winter viel in den Alpen unterwegs. Und dann wünschen wir euch noch einen extrem schönen Tag. Macht's gut. Abonnieren ganz wichtig. Daumen nach oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.